Schalter auf der Ford Escort, der Rest mit Frontantrieb. 325. Auch von der Schwäbisch 23 STB eine 20724. 8,9 Sekunden für Jürgen Schuster hier im Bereich der Jubkurve. 127 war die Anlaufgeschwindigkeit bei Lars Heisel, dem mehrfachen Deutschland-Profi. Dritter der 2 Liter Klassenwertung, der 30-jährige Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Maschinenbau, der in der Nähe von München jetzt zu Hause ist. Dann die 321, Thomas Blick. Der große Techniker aus der Heckstätte Wörtling Schwab bei 2400 im Renault Clio RS. Werner Weiß kommt mit dem Ford Escort 1,8 Liter BDA. Mazda, Lars Heisel, Kadett, Thomas Flick, Renault und Werner Weiß, Ford Escort unterwegs. Und jetzt Markus Saal, die 316 mit der Opel Kadett C Limousine. Jürgen Schuster, 209,97. Vorher die 314 ist der nächste, der selbstständige Kfz-Mechaniker aus dem Oberbayerischen mit dem BMW 2002 8-Ventiler. Schnell in der Anlaufphase hier auf die Jubkurve, auch nochmal 1 Sekunden braucht er durch sie hindurch, mit 84,6 fährt er heraus und dann Markus Reich, der zusammen mit Hansi Keller die Gesamtwertung des KW Bergkamps anführt. Alexander Bleier kommt, der 307 mit dem Opel C Coupé 8-Ventiler. 307, das ist seine Startnummer. Ja, Topzeit, neue schnellste Zeit des heutigen Vormittags, gesetzt von einem 8-Ventiler von Christian Auer von der Startnummer 314 mit 20198. 20198, Christian Auer. Ja, dann Michael Raucher auf dem Opel Brigge Kadett, ehemals vierfache deutsche Automobilslalommeister aus dem Donau-Ries. Für die KW auf und 2 Minuten 1:58:33 1:58:33 für den 310 Dirk Preiser im Opel Kadett C Coupé 16 Ventiler. Und hier Daniel Bayer, der Rahmen der Stadt ein bisschen spät dran ist. Gebraucht und 89,9, also fast mit 90 kam er daraus hervor, führte zu 1:58:33 nach Michael Bodmüller mit dem Wechsel mit der Opel-Kadett. Kommt, erst ein bisschen spät dran, wenn wir auf die Startreihe schauen, der Kfz-Meister Berufssoldat auf der VW Golf 2 und Jens Weber beginnt hier mit 2:09. Zweite Position insgesamt für ihn mit 2:00:37. 2:00:37 Michael Rauch, der weiße Opel-Brigge mit der Startnummer 302. Christian Tömmler, die 303. VW Golf. Also auch hier ein heißer weniger, 172,4 beim blauen BMW 2002. Und Stichwort BMW, da haben wir schon wieder einen. Die Wolle, die TTT und BMW.
Aufnahmen von Uwe Lattage. Die nächste Zeit wird kommen von Michael Bodenmüller und neu gestartet ist Felix Bürger, die 264 mit dem Opel Kadett City. Und in dem Fußhaus ganz verloren. Kommt aus Bad Fürstenberg, zu Hause. 21 Jahre EU. Michi Bodenmüller, die 308, 209, Audi 50 Quattro Turbo. Der Multiplikator von 1,7 für die Turboaufladung, der Nummer 329. Und Hauke Weber, Fünfter der KWMK Cup Rundgewertung. Und führender Mann bei den Youngstern, dann Werner Fermetinger. Aus der Nähe von Salzburg und Zielzeit für Christian Wien 2002. Bei Norbert Hunter bei der 221 mit dem Lancia Delta Integra.
Alle 163,6 km, wir waren 93 und Marco Auer auf der BB 36 Kompakt 233,28. Ja, bei Brigadner, den 220 unterwegs. Göser setzt 0,7 Sekunden vor Bernhard Pembertinger die Bestzeit bei den 3 Litern und Ralf Kroll schon unterwegs mit dem Sorrento-Auto. Holger Hofemann im 5,7 82,7, damit setzt er in der Anlaufgeschwindigkeit im Augenblick neue Maßstäbe. Braucht 7,5 Sekunden durch die Jugend, kommt mit 105,4 daraus wieder hervor. Norbert Hunter ist oben, nackt heran oder herum an der 2-Minuten-Schallmauer und bindet sie noch nicht ganz mit 2-0-0-0-1. Norbert Hunter im Landschaft Delta Integrale. Das erste Rennsportfahrzeug kommt. Das ist Stefan Colisi. Mit dem BMW-Motor im BMW-Kontor. Vor allen Dingen. Mit 1,54,08 geht er deutlich an die Spitze. 1,54,08 für Herbert Brigadner. Das ist Bertrand Mahlen. Ja, da meldet noch einer Ambitionen an auf eine Spitzenplatzierung hier am Hauenstein 2017, nämlich Holger Hofemann mit 1:50,22. 1:50,22, Holger Hofemann, jetzt vorher bei Brigadner als Teamreise. Ich habe
Dann Gerhard Dietrich im Ziel. Die Zeit hier ist bei den